Jetzt wollen wir uns mit einer kurzen Wiederholung elektrischer Grundgleichungen einfach befassen, um dann die folgenden Kapitel, in denen es über Strommessung, Widerstandsmessung und alle möglichen anderen elektrischen Messschaltungen gehen soll, gut verstehen zu können. Ganz am Anfang steht natürlich in der Elektrik irgendwie das Ohmsche Gesetz. Und das ist eigentlich ganz einfach, das besagt, der Widerstand ist die Spannung, die an ihm abfällt, geteilt durch den Strom, der durch den Widerstand durchfließt. Und das alles wäre jetzt zum Beispiel in einem beispielhaften Schaltbild, das diese Form annimmt. Hier haben wir also den Widerstand R und hier haben wir eine Spannungsquelle, die zum Beispiel die Spannung U liefert. Und hier läuft dann über den Widerstand läuft dann der Strom I drüber. Und dadurch kann man, indem man Spannung und Strom zum Beispiel misst, kann man den Widerstand R hier bestimmen. Für diese ganzen Widerstände, die in der Schaltung auftauchen, gibt es natürlich auch unterschiedliche Regeln. Zum einen kann man diese Widerstände parallel schalten. Man kann also hier einen Widerstand parallel schalten einfach. Und für diesen Widerstand würde dann gelten, wenn das hier R1 und R2 ist, dann wäre der Gesamtwiderstand 1, ja, 1 durch den Gesamtwiderstand wäre dann 1 geteilt durch R1 plus 1 geteilt durch R2. Und natürlich könnte man hier auch eine Serienschaltung machen, also einen zweiten Widerstand R2 in Serie, in Reihe schalten. Für den würde dann einfach gelten, dass der Gesamtwiderstand R1 plus R2 ist. Sind recht einfache Regeln, lassen sich auch einfach herleiten und sind immer wichtig, wenn es um elektrische Grundstrukturen und Grundaufbauten geht. Die nächsten wichtigen Regeln sind die Kirchhoffschen Sätze. Die braucht man immer wieder. Und im Wesentlichen sind es die zwei, zum einen die Knotenregel oder der Knotensatz. Das heißt, betrachtet man eine Schaltung und betrachtet man in der Schaltung einen gewissen Knoten, auf den mehrere Leitungen hier zusammenfließen und vielleicht fließt auf jeder dieser Leitungen ein Strom, also hier ein Strom I1, hier ein Strom I2, vielleicht hier ein Strom I3 weg, hier ein Strom I4 wieder zu und hier wieder ein Strom I5 weg. Besagt diese Regel, dass die Ströme, die in den Knoten zufließen und abfließen, gleich sein müssen. Das heißt, das, was wegfließt, muss irgendwo zufließen bei diesem Knoten. Das macht natürlich Sinn. Und in Formelschreibweise ausgedrückt bedeutet das, wenn man hier über K-Ströme summiert, muss einfach die Summe über diese Ströme 0 sein in einem Knotenpunkt in einem Schaltungsnetzwerk. Eine sehr wichtige Regel, damit lässt sich sehr viel ableiten, obwohl sie so einfach zu formulieren und auch so einfach zu verstehen ist eigentlich. Gleiches gilt eigentlich auch für die Maschenregel. Die bezieht sich jetzt auf die Spannungen. Und zwar besagt die, wenn man in der Schaltung so ein Netzwerk hier hat, mit Knotenpunkten an der Stelle wegen mir, dann addieren sich alle Spannungen, die hier im Kreis anliegen bzw. abfallen. Hier vielleicht in die andere Richtung gerichtet. 5 wird es dann hier. Alle diese Spannungen in dem Kreislauf addieren sich zu 0. Das heißt, summiert man über K Spannungen, gilt, dass die Summe dieser Spannungen gleich 0 ist. Das Schöne an diesen Sätzen ist, es ist egal, welchen Knoten man sich auswählt und gleichermaßen ist es egal, was für eine Masche man sich auswählt. Das heißt, solange man irgendeine geschlossene Masche in der Schaltung findet, wird gelten, dass sich die Spannungen in dieser Masche einfach zu 0 addieren. Und das ist eine sehr praktische und nützliche Regel, um Schaltungen zu verstehen und daraus Schlussfolgerungen abzuleiten. In Bezug auf Schaltungen gibt es auch noch die sogenannte Zweipoltheorie, die recht wichtig ist, mit der sich Schaltungen vereinfachen lassen. Und die Idee dieser Zweipoltheorie ist einfach,
dass man einen gewissen komplexen Schaltungsteil durch einen vereinfachten Zweipol ausdrückt. Und ein Zweipol besteht normalerweise aus einer Spannungsquelle und einem Widerstand, beziehungsweise dem Innenwiderstand dieser Spannungsquelle. Das heißt, einer realen Spannungs- oder Stromquelle. Das heißt, man definiert einen aktiven Zweipol, aktiv deshalb, weil er eine Quelle enthält, auf zwei Arten. Zum einen kann man einen mit einer Spannungsquelle definieren. Das würde dann so aussehen, dass man einfach hergehen und sagt, man hat hier eine Schaltung, an der eventuell ein Lastwiderstand abfällt, RL soll das heißen, L, hat einen Innenwiderstand, RI, und hier, wie gesagt, eine Spannungsquelle mit der Spannung UL. Und was die Idee ist, man hat hier, an der Stelle kann man sich ein riesen Schaltungsnetzwerk vorstellen, das man einfach ersetzt durch diese eine Spannungsquelle mit diesem einen Widerstand. Das ist die Idee dahinter. Und gleichermaßen, anstatt eine Spannungsquelle zu verwenden, kann man auch eine Stromquelle verwenden. Da sieht die Schaltung nur leicht anders aus. Bei der wird der Innenwiderstand parallel geschalten. Hier kann wieder irgendein Lastwiderstand RL anliegen. Und man hat hier aber eine Stromquelle, die ja mit so einem Querstrich hier zeichnet und die hier einen Strom IK durchtreibt. Fällt klar auf, ich verwende hier UL und IK als Bezeichnungen für Strom und Spannung. Dieser Ersatzspannungsquellen bzw. Ersatzstromquellen in der Zweipoltheorie für diese Zweipole. Der Hintergrund ist der, es muss natürlich auch irgendwelche Regeln geben, um diese Größen für UL und RI zu bestimmen. Und normalerweise ist dieses UL eben die Leerlaufspannung dieser Schaltung. Und dieses IK, der Kurzschlussstrom in dieser Schaltung, wenn man denn die Schaltung kurzschließt. Das bedeutet im Folgenden, will man dieses UL und dieses RI ermitteln, geht man normalerweise so vor. Zunächst mal zur Bestimmung der Spannung UL, also für UL, nimmt man einfach an, dass dieser Lastwiderstand unendlich groß wird. Und bestimmt dann die Spannung, die jetzt hier zum Beispiel am Widerstand RI abfällt, beziehungsweise die Spannung, die hier an RL abfallen muss in dem Fall. Und es wird jede Spannung an RL abfallen, weil es natürlich unendlich groß ist. Zur Bestimmung von dem Kurzschlussstrom wiederum nimmt man einfach an, dass hier ein Kurzschluss gemacht wird. Das heißt, dieser Lastwiderstand gegen Null geht. Das heißt, hier wird jeder Strom durchfließen und der maximale Strom wird auch hier durch den Innenwiderstand fließen. Und will man den Innenwiderstand berechnen, hier in der Schaltung, die man gegeben hat, geht man einfach her und behandelt alle Spannungsquellen, alle U-Quellen, werden zu einem Kurzschluss und alle Stromquellen werden durchtrennt, das heißt mit einem besitzenden unendlich hohen Widerstand. Okay, um die Regeln vielleicht besser zu verstehen, wollen wir sie an ein paar Beispielen anwenden. Vorab vielleicht, man kann natürlich hier Strom in Spannungsquellen überführen. Dabei gilt der RI, der bleibt immer dasselbe. Nur UL und IK müssen entsprechend ineinander umgerechnet werden. Es gilt ja das Ohmsche Gesetz. R ist gleich U durch I und entsprechend müssen UL und IK über den Innenwiderstand ineinander überführt werden. Jetzt vielleicht zu dem kurzen Beispiel, das wir mal durchexerzieren wollen mit der Zweipoltheorie. Und zwar ist die Schaltung, die wir betrachten wollen, eine sehr einfache erstmal. Wir haben hier an der Stelle eine Spannungsquelle U, wegen mir mit der Spannung U0. Und an der werden hier zwei Widerstände angeschlossen. Hier einmal R1 und hier einmal R2. Und wir greifen jetzt an der Stelle hier eine Spannung ab. Und uns interessiert jetzt, wie können wir quasi diesen ganzen Teil hier des Netzwerks
durch eine Spannungsquelle einen aktiven Zweipol ersetzen. Das heißt, hier ist ja entweder vielleicht wieder dieser Lastwiderstand RL. Das heißt, wir wollen jetzt diese Regeln anwenden, die wir zuvor definiert haben. Als erstes wollen wir mal die Leerlaufspannung U bestimmen, UL, die ja hier anlegen wird. Das heißt, das wäre jetzt für ein Ersatzschaltbild mit einer Spannungsquelle. Und es ist eigentlich ganz einfach, RL geht gegen unendlich. Das heißt, der Widerstand hier R2 und RL liegen parallel. Und das heißt, dieselbe Spannung, die an R2 abfallen wird, wird auch an RL abfallen. Das bedeutet, die Spannung UL bestimmt sich als der Spannungsteil, der am Widerstand R2 abfällt. Über R1 und R2 fällt die gesamte Spannung U ab. Das heißt, an R2 fällt nur der Anteil R2 der Spannung U0 ab. Damit haben wir schon mal die Leerlaufspannung bestimmt. Dann können wir noch den Kurzschlussstrom bestimmen. Das heißt, dieser RL-Widerstand, der wird zu 0 gesetzt. Hier wird eine direkte Verbindung geschaffen. Das heißt, kein Strom wird mehr über R2 fließen, weil der natürlich bevorzugt den Weg, den widerstandslosen Weg über den Kurzschluss hier an der Seite nehmen wird. Das heißt, der gesamte Strom wird über R1 fließen. Das heißt, der Strom, den er interessiert, ist eigentlich der Kurzschlussstrom über R1. Und der ist natürlich einfach U0 geteilt durch R1. Das heißt, der Strom, der sich aus dem Ohmschen Gesetz ergibt, der durch R1 fließen muss. Aus dem zusammen ließe sich jetzt schon der Innenwiderstand ermitteln, der vorhanden sein muss, weil nämlich gilt, dass der Innenwiderstand von so einer Quelle natürlich U durch I sein muss. Das heißt, es wird sich ergeben, dass I steht im Nenner, das heißt, R1 kommt nach oben. Das heißt, dass der Gesamtwiderstand R1, R2 geteilt durch R1 plus R2 sein muss, macht auch Sinn. Das, wenn man hier in der Mitte abgreift, sind R1 und R2 wie zwei parallel geschaltete Widerstände und das entspricht genau dem Wert. Wir können es aber auch nach der Regel nochmal ermitteln, Ri. Das heißt, alle Spannungsquellen werden als Kurzschluss behandelt. Hier geht einfach die Leitung durch. Alle Stromquellen werden durchtrennt, gibt es nicht. Aber man sieht hier an der Stelle, dass eben R1 und R2 durch den Abgriff hier mitten zwischen R1 und R2 parallel liegen werden. Das heißt, man kann einfach direkt ablesen, dass der Gesamtwiderstand der Parallelschaltung von R1 plus R2 sein soll. Mit dem Beispiel würde ich die Wiederholung abschließen und in den Übungsaufgaben noch weitere Möglichkeiten zur Einübung der Wiederholung geben.